Hey, Hokadoffeln, heute gibt's mal was ganz Neues für euch. Denn mit Palworld ist eines der kuriosesten Projekte des Jahres im Early Access gestartet. Was auf den ersten Blick wie ein billiger Pokémon-Klon aussah, hat es allen Kritikern gezeigt und ist zum Überraschungserfolg der letzten Jahre geworden. Es hat sich innerhalb von nur 3 Tagen über 5 Millionen Mal verkauft. Das sind Zahlen, von denen können andere Entwickler selbst in der AAA-Industrie nur träumen. Ein Starfield zum Beispiel konnte nicht ansatzweise so viele Exemplare absetzen. Und jetzt mag der ein oder andere vielleicht erwidern, ja, aber Starfield war ja auch im Game Pass. Viele PC- und Xbox-Spieler haben den und deswegen mussten sie das nicht kaufen, weil sie das darüber gratis zocken konnten. Und jetzt kommt's, das ist Palworld auch. Man kann es darüber komplett kostenlos zocken und trotzdem wurde es 5 Millionen Mal verkauft. Und das, obwohl es im Early Access ist. Und spätestens seit The Day Before ist Early Access mit Vorsicht zu genießen. Im Gegensatz dazu ist Palworld ja auch noch richtig gut und begeistert mit seinen innovativen Ideen und der interessanten Kombination aus Pokémon und Survival. Und deshalb hat es sich auch die 93% positiven Bewertungen auf Steam verdient. Und wenn ihr trotzdem noch unsicher seid, könnt ihr einen der zahlreichen Streams auf Twitch gucken. Momentan hat es einfach über 400.000 gleichzeitige Zuschauer und ist schon jetzt eines der meistgespielten Games aller Zeiten. Mit sage und schreibe 1,5 Millionen zeitgleichen Spielern. Und das ist nur von PUBG und Counter-Strike überholt worden auf Steam. Es hat einfach mehr als Lost Ark, Cyberpunk, Elden Ring, Hogwarts Legacy oder Baldur's Gate 3 in ihrer Spitze je hatten. Also ihr merkt schon an der Konkurrenz, dass es ganz, ganz oben mitspielt. Und das ist wirklich verrückt und nie zuvor dagewesen, dass ein relativ kleines Indie-Projekt so einen Hype erlebt. Aber ist das alles nur heiße Luft oder hat das Spiel wirklich was auf dem Kasten? Und was sind die momentanen Probleme des Titels? All das will ich hier und heute mit euch herausfinden, also los geht's mit dem Spielprinzip. Es ist nämlich viel mehr als nur Pokémon mit Knarren, so wie es oft bezeichnet wird, denn in Wahrheit ist das Sammeln und Kämpfen mit den Monstern nur ein kleiner Bestandteil. Das Grundkonzept ist eigentlich ein Survival-Spiel, wie zum Beispiel Ark oder Lego Fortnite zuletzt. Also ihr müsst losgehen, Ressourcen sammeln, damit Werkzeuge und erste Crafting-Stationen bauen, um effektiver zu sein und eure Baustoffe auch weiter zu verarbeiten und könnt euch dann nach und nach im Technologiebaum immer mehr Verbesserungen freischalten. Also als Beispiel sammelt ihr erstmal Steine und Äste vom Boden auf, erstellt euch damit eine Steinspitzhacke bei einer Crafting-Bench, könnt damit dann Erz abbauen, macht damit dann eine Eisenspitzhacke und so weiter. Also hier erfindet Palworld das Rad nicht neu, ich denke mal, ihr kennt das Prozedere. Aber wo der ganz entscheidende Kniff dazu kommt, ist, dass ihr euch auch Pokebälle herstellen könnt, ich nenne sie jetzt einfach mal so, um alle rumstreunenden Gegner einzufangen. Und ja, sogar die Menschen könnt ihr einfangen, ich musste wirklich lachen, als ich das erste Mal gesehen habe. Und die könnt ihr dann nicht nur für euch kämpfen, sondern auch in eurer Basis schuften lassen. Und hier kommt dann der Sammelaspekt zum Tragen. Denn manche Pelz sind besser für den Kampf geeignet, haben verschiedene Elementstärken und Schwächen oder einfach nur Attribute, die den Angriff, die Verteidigung oder andere Aspekte erhöhen. Und dann gibt es wiederum andere Pelz, die sind besser für euer Lager geeignet, weil sie zum Beispiel Steine kloppen oder Sachen herstellen können, die ihr in Auftrag gebt. Oder sie produzieren Wasser, um eure Felder zu bewirtschaften. Oder straight up Lebensmittel. Ich meine, ihr könnt kleine Hühnchen einfangen. Macht doch voll Sinn, dass ihr die wie Hühner halten könnt, um Eier zu bekommen. Ach ja, und habe ich erwähnt, dass ihr Fleisch, Leder und andere nützliche Sachen bekommt, wenn ihr die Tierchen im Kampf besiegt? Im Prinzip beantwortet Palworld die jahrelange Frage, wie wohl ein realistisches Pokémon wäre. Ich meine, was passiert denn, wenn man so einen Fisch einfach mal brät wie so ein Carpador? Und ich meine, im Prinzip macht Palworld auch nichts anderes, als eine Marktlücke zu bedienen. Denn offensichtlich war die Nachfrage nach einem realistischen Pokémon mit Survival-Elementen riesengroß. Und wenn die Pokémon Company jahrelang nichts anderes macht, als nur auf der Stelle zu treten, sich manchmal sogar zurückzuentwickeln mit den Jahren, dann bedarf es halt eines neuen, frischen Projekts, um denen mal zu zeigen, wie es richtig geht. Wo ihr die Monster auch als Nutzvieh für eure Landwirtschaft nutzen könnt, aber auch weiterhin Kämpfe austragt und sie bei Bedarf halt auch essen könnt. Denn natürlich gibt es auch eine Hungeranzeige, wie es in so einem Survival-Spiel üblich ist und nicht nur für euren Charakter, sondern auch für alle anderen Pals in eurem Team. Und jedes Mal, wenn sie für euch kämpfen oder was in eurem Lager bauen, steigt auch der Hunger und wenn ihr nicht auf deren Bedürfnisse eingeht, kann es schon mal sein, dass sie sich auf einen Hungerstreik begeben oder dass sie depressiv werden, wenn sie keinen Schlafplatz haben.
Und das hat im ganz extremen Fall auch die Folge, dass sie dadurch sterben. Aber zum Glück ist das nicht für immer. In dem Fall steht der Realismus dankenswerterweise hinter dem Spaß. Denn wenn einer eurer Kompagnons kein Leben mehr hat, dann sollte es reichen, wenn ihr ihn einfach nur auf den PC gebt und 10 Minuten wartet. Dann geht es ihm wieder gut und wenn ihr was zu futtern habt, dann passt das auch wieder mit der Hungeranzeige. Anders als in Pokémon könnt ihr aber auch selbst bei den Kämpfen mithelfen und anfangs mit einer Keule, später auch mit richtigen Schusswaffen euren Pell beim Sieg unterstützen. Falls ihr ihn aufleveln wollt, aber naja, auch einfach, falls ihr was zu essen braucht. Und auch nachdem eure Gegner K.O. gehen, war's das noch nicht mit dem Spaß, denn dank der Ragdoll-Mechanik könnt ihr die Körper so ein bisschen vor euch herschieben und Klippen und Treppen runterstürzen lassen und das macht immer wieder Spaß, sieht man ja auch an den Souls-Teilen. Und das muss man im Spiel auch anrechnen, es hat sich viele gute Dinge von vielen verschiedenen Spielen genommen und daraus was sehr Interessantes gebastelt. Vor allem natürlich der Mix aus Pokémon und Ark Survival Evolved. Und tatsächlich auch der neuen Zelda-Formel. Das Klettern, Gleiten, viele Sounds und Gadgets, aber auch der ganze Grafikstil sind eindeutig von Zelda Breath of the Wild inspiriert. Und wenn man jetzt schon böse sein will, könnte man sagen, die haben sich Sachen zusammengeklaubt und nichts Eigenes geschaffen. Aber ich würde dazu sagen, dass es einerseits schon eine gewisse Leistung ist, die schlechten Dinge dieser Spiele jeweils wegzulassen und andererseits grenzt es schon fast an Genialität, diese Dinge, die so gar nichts auf dem Papier miteinander zu tun haben, so gekonnt miteinander zu verweben. Ich meine, Pokémon, Knarren, Survival-Elemente, Basenbau und Pokémon für sich arbeiten lassen, das klingt alles so absurd, als könnte es nicht funktionieren, aber das tut es. Um Flugpelz beispielsweise reiten zu können, um über die Welt zu fliegen, müsst ihr einen passenden Sattel craften. Hier hat man sich dafür entschieden, das wie bei Ark zu handhaben und nicht wie bei Pokémon, wo ihr theoretisch einfach so jederzeit nach einem einfangen, mit denen auch fliegen könnt. Und ganz ehrlich, es macht einfach Spaß. Es gibt witzige, kreative Möglichkeiten und das ist für mich immer das Wichtigste bei einem Spiel. Wenn ihr euch fragt, ob ihr auch dieses eine Riesenvieh am Horizont einfangen könnt, das wiederum mit was anderem kreuzt und dann ein Baby daraus macht und dem eine Knarre in die Hand drücken könnt, um damit eure Basis gegen Feinde verteidigen zu können, dann ist die Antwort ja. Ja, das geht. Und darüber hinaus noch so viel mehr. Wahrscheinlich gibt es auch noch richtig viele Möglichkeiten, die ich selbst noch nicht entdeckt habe. Und das, obwohl Palworld in Early Access ist, das muss man ja immer wieder hervorheben. Das soll laut Entwicklern noch richtig viel weiterentwickelt werden. Stetig neue Elemente dazu bekommen, zum Beispiel PvP und andere Aspekte, die jetzt schon in der Entwicklung sind. Aber genau da würde ich gerne ansetzen, um über die möglichen zukünftigen, aber auch derzeit schon vorhandenen Probleme zu reden. Denn der Entwickler Pocket Pair ist kein unbeschriebenes Blatt und hat vor einigen Jahren bereits mit Craftopia schon mal ein Survival-Spiel im Early Access rausgebracht. Und das ist seit 2020 auch in dem Status verblieben und einige Leute sind frustriert darüber, dass da nichts mehr passiert und jetzt mit Palworld draußen wahrscheinlich auch nichts mehr entwickelt wird. Und es wäre möglich, dass genau das gleiche jetzt auch wieder passiert und die Entwickler lieber das nächste Projekt mit dem ganzen Geld beginnen, statt bei Palworld weiterzumachen. Das ist halt das Risiko bei Early Access Titeln. Aber hierzu möchte ich gern zwei Dinge anmerken. Erstens ist das jetzt so ein riesiger Überraschungserfolg geworden, dass man mit weiteren Updates die Spieler- und Käuferschaft bestimmt noch erweitern könnte. Gerade auch mit einer PS5-Version, denn Palworld ist bisher nur auf dem PC und der Xbox erschienen. Und zweitens, selbst wenn es auf dem jetzigen Stand bleiben sollte, ist es Stand heute trotzdem schon ein einzigartiges Erlebnis mit spannenden Ideen und ausgearbeiteten Systemen. Ich meine, das Spiel kostet auf Steam keine 30 Euro und bietet locker mehrere Dutzend Stunden Spielspaß, wenn ihr mit Survival Base Building und grundlegend dem Pokémon-Spielsystem was anfangen könnt. Und wenn ihr den Game Pass habt, na dann umso besser, dann ist das sowieso ein No-Brainer, denn da könnt ihr das Ganze einfach mal kostenlos anzocken. Und natürlich gibt es auch einige Probleme mit dem Spiel, gerade in Verbindung mit Early Access. Da gibt es die Wegfindung der KI, die Pals, aber auch viele Gegner bleiben dauernd an irgendeiner Kante hängen, laufen durch Geometrie der Level oder verhungern, weil sie den Weg zum Futternapf nicht finden. Aber außer diesen Dingen hatte ich wirklich kaum Bugs. Das Spiel läuft überraschend sauber. Ich hatte keine Abstürze oder Ruckler und ich habe auch nur eine 3070, also keinen High-End-PC. Das bin ich von Early-Access-Titeln deutlich schlimmer gewohnt.
und selbst die Controller-Steuerung ist ideal umgesetzt. Trotzdem sieht man natürlich, dass sich der Titel noch in der Entwicklung befindet. Die Animationen sind recht basic, das Movement und Kämpfen kann sich schon mal clunky anfühlen und die Grafik bläst sich ja auch niemanden vom Hocker. Aber ich finde, es sieht voll okay aus und für mich steht gutes Gameplay eh immer an erster Stelle. Und ich persönlich kann da auch locker drüber hinwegsehen, dass manche Designs von den Pals ziemlich ähnlich sind zu einigen Pokémon. Ich meine, das ist jetzt hier ein Extrembeispiel, aber ich meine, Pokémon hat jetzt auch nicht das Monopol auf Schafe zum Beispiel oder Raupen oder was auch immer. Es gibt ja super viele Pokémon, die auch aus der echten Welt inspiriert sind oder davor noch von Dragon Quest inspiriert wurden. Also auch die haben sozusagen kopiert. Das ist auch nicht das Original. Was ist schon das Original? Die echte Welt, die Natur? Es ist völlig in Ordnung, wenn man Designs leicht abändert und vielleicht ein bisschen miteinander kombiniert und so aus zwei Pokémon zum Beispiel eins macht oder bisschen Ähnlichkeiten aufweisen. Nicht jedes Pokémon ist 1:1 so auch in Palworld. Also von dem her sehe ich das Ganze ziemlich entspannt, auch wenn da viele Kritiker laut wurden, gerade die Pokémon-Hardcore-Fans, weil natürlich, ja, die sind ein bisschen frustriert, denke ich auch einfach. Weil Pokémon ist seit Jahren das Gleiche, entwickelt sich nicht weiter und Palworld kommt aus dem Nichts. Alle feiern's ab, obwohl es nur die vermeintliche Kopie ist, aber ganz ehrlich, da sollte man lieber Pokémon ankreiden, dass die nichts aus ihrer Monopolstellung gemacht haben. Denn das hier hätte schon vor Jahren auch von Pokémon kommen können. Ich denke, Legenden Arceus war so ein bisschen deren Versuch und ganz ehrlich, das ist auch das Pokémon-Spiel, das ich seit 5 oder 6 Jahren am besten fand, von dem her, sie hätten einfach nur noch ein bisschen weiter in die Richtung entwickeln müssen, aber leider haben sie das nicht. Aber dafür haben wir jetzt Palworld. Und ich finde es auch cool, dass die Entwickler hier so kommunikativ sind, genauso muss das aussehen auf den Social Media Kanälen, dass man sagt, was gerade die Probleme sind und woran man arbeitet und was so als nächstes ansteht, aber dass sie natürlich auch ein bisschen überfordert sind. Ich meine, das Team ist halt relativ klein gewesen, die haben nicht mit so einem Andrang gerechnet und auch nicht mit so einer massiven Welle an Support-Tickets, die halt jetzt abgearbeitet werden müssen. Dafür hat man halt nicht die Manpower. Und wenn man das so offen kommuniziert, ist das, finde ich, auch einigermaßen in Ordnung, solange man halt weiter an dem Projekt dranbleibt und auch wirklich was passiert. Und das werden wir halt jetzt erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Aber das war jetzt mein Ersteindruck zum Spiel mit allen Positiven und Negativen, was ich dazu zu sagen habe. Insgesamt bin ich ziemlich begeistert vom Spiel, aber ich sehe auf jeden Fall auch die Kritikpunkte. Wenn ihr das ähnlich seht, kann ich euch Palworld, gerade wenn ihr Survival-affin seid, für den Preis und zum Ausprobieren auf jeden Fall nahelegen. Und ich bin gespannt, was ihr zu dem Game sagt und ob ihr gerne mehr dazu hier auf dem Kanal sehen wollen würdet. Oder euch das Ganze zu Fortnite-mäßig, knuffig, cartoonig vorkommt und ihr darauf keinen Bock habt. Aber ganz ehrlich, bei Fortnite haben damals auch alle gesagt, ja, das ist so ein Kinderspiel. Und dann haben es doch die meisten noch ausprobiert. Da war der Vorteil, dass es gratis ist, aber auch Palworld ist immerhin gratis im Game Pass da. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall und ich bin da sehr auf eure Meinung gespannt. Ich versuche wie immer auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.